fliegende Christbäume. In Eichenbrunn bei La an der Theier nützt man die Bäume noch einmal sportlich. Vielleicht kennen Sie die Fernsehwerbung, in der behauptet wird, dass in Schweden die Christbäume einfach aus dem Fenster geworfen werden. Ob es diesen Brauch in Schweden tatsächlich gibt, das ist sehr umstritten. In Eichenbrunn bei La an der Theier hat man die Idee der fliegenden Christbäume trotzdem aufgegriffen und im Weinviertel entsprechend etwas verändert. Mangels hoher Bäume fliegen die Bäume nicht von oben hinunter, sondern werden in der Ebene möglichst weit weggeworfen. Bei mittlerweile schon traditionellen Eichenbrunner Christbaumweitwerfen. Der alte Eichenbrunner Brauch ist eigentlich noch recht jung. Genau genommen findet das Christbaumweitwerfen erst das zweite Mal statt. Trotzdem machen alle mit, alt und jung, Frauen und Männer. Im Schweden werfen es, glaube ich, die Christbäume aus den Fenstern und bei uns, wir werfen es halt weit. Telemark ist nicht notwendig, es muss gut aufkommen, er muss als Ganze bestehen bleiben, der Christbaum, und er muss möglichst weit fliegen. Da zählt dann die weitest entfernte Spitze. Jeder der 111 Teilnehmer hat 3 Versuche, der weiteste Wurf gilt. Indem man den so nimmt und dann so ausholt. Und es gibt noch eine Technik, die nimmt man so und dann haut man so in die Höhe. Welche geht besser? Wenn man es hier oben nimmt und schleudert. Die Wurfobjekte sind den Athleten angepasst. Kleine Bäumchen für die Kinder, schlanke für die Frauen und eher stämmige für die Männer. Die Trainingszeit ist recht kurz, wobei die besonders Eifrigen haben ihren Baum heuer schon am Stefanitag abgeräumt. Die Süßigkeiten müssen vertilgt werden, das Lametta muss aber, das Kreuz muss aber, und dann wird im Hof das erste Mal geschmissen. Am 26. am Abend geht es dann los. Die Kinder sind besonders geschickt. Die Besten schleudern ihr Bäumchen mehr als 10 Meter weit. In der Damen- und der Herrenwertung liegen die Höchstweiten jeweils unter 9 Meter. Dem Bewerb entsprechend auch die Siegespokale, handgeschnitzt in Christbaumform.